Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Detroit Become Human. Ich möchte euch heute die 6 Endungen zeigen, die es in der Szene Die Geisel gibt und wünsche euch dabei viel, viel Spaß. Bitte retten Sie meine Kleine! Was? Sie schicken einen Androiden? Okay, Mann. Wir müssen jetzt das gehen. Können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich zeige euch alle 6 Endungen dies Jahr. In der Szene die Geisel zu erreichen gibt. 6 verschiedene Endungen, die werde ich euch zeigen. Ich werde euch am Anfang ja mit den Ermittlungen alles zeigen und dann nach und nach die restlichen 5 Endungen zeigen. Viel Spaß! Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon 2 meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Haben Sie eine Deaktivierung versucht? Gleich als erstes. Hat er kürzlich einen emotionalen Schock erlitten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den Scheiß-Androiden. Oder ich werde es tun. Zuerst werden wir ein paar Hinweise ermitteln, was uns eine gute Erfolgschance bietet. Abweichler nahm die Waffe des Vaters. Als nächstes das Zimmer der Geisel durchsuchen. Dort haben wir das Tablet, wo ein Video drauf zu sehen ist. Und als nächstes haben wir die Kopfhörer hier auf dem Fußboden. Kind hört keine Schüsse. So, das war's im Kinderzimmer. Als nächstes müssen wir die Leichen durchsuchen oder die Opfer. John Phillips verstorben.
der Vater der Familie. Lungenblutung. Durch innere Blutung verstorben wahrscheinlich. Ja. Linke Niere perforiert. Okay. Die Niere ist also geplatzt, kann man sagen. Perforiert. Vater hielt etwas in der Hand. Wer mein Video davor gesehen hat, weiß, was jetzt hier in den Ermittlungen passiert. Dennoch zeige ich nochmal alles, wer es nicht gesehen hat. Weichler sollte ersetzt werden. Abweichler werden die genannt, die halt diesen emotionalen Schock erleiden. Quasi Androiden, die plötzlich ein Bewusstsein haben, Gefühle entwickeln. Wie ist das? Die werden Abweichler genannt. Officer war erster vor Ort. Wen haben wir denn hier? P.O. Deckard, Anthony. Polizeibeamter. Rechte Herzkammer perforiert, innere Blutung. Schussrückstände. Geisel sah die Schießerei. Polizist verletzte den Abweichler. Wir haben die Waffe geortet. Also der Abweichler hat zuerst den Vater erschossen. Als er mitkriegte, dass er ihn ersetzen wollte, hat sich dann die Geisel geschnappt. Ich denke mal, ich weiß gar nicht, ob die Mutter auch verstorben ist. Ich denke mal, nee, die war ja gerade da. Sie hat, wird die Polizei gerufen haben. Da kam der Officer und er wurde dann auch erschossen. Und seitdem steht der Abweichler und die Geisel auf der Terrasse. So wird es gewesen sein. Ich nehme die Waffe eigentlich immer mit. Warum, werdet ihr gleich sehen. Wie gesagt, ich zeige euch alle 6 Endungen. Es gibt 6 verschiedene. Und ich will sie euch einfach mal zeigen. Wer Interesse hat. Der erste Fall eines Androiden, der absichtlich Menschen tötet. So, 3 Sachen gibt es noch zu entdecken. Die Familie wollte zu Abend essen. So, 2 Sachen haben wir noch. Einmal das Blut. Frisches blaues Blut. Android verwundet. Wir wissen jetzt sein Modell. Bringt uns jetzt nicht so viel. Kinderschuh. Geisel könnte verletzt sein. So, und das Letzte, was wir noch machen könnten, ist halt hier mal zum Fenster schauen. Da haben wir die Geisel jetzt schon geortet. Und ich halte jetzt meine Klappe und zeige euch jetzt mal die 6 Endungen. Viel Spaß. Bleib weg! Keinen Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte, nein! Los, los, los! Hi, Daniel! Vor. Mein Name ist Connor. Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen.
Daniel. Aber du musst mir vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe. Niemand kann mir helfen. Es soll einfach alles aufhören. Ich will nur, dass alles aufhört. Er verliert Blut. Wenn er nicht in ein Krankenhaus kommt, überlebt er das nicht. Alle Menschen sterben irgendwann. Was macht es schon, wenn der hier jetzt stirbt? Ich lege ihm einen Druckverband an. Fass ihn nicht an! Finger weg oder du stirbst! Du kannst mich nicht töten. Ich lebe nicht. Bist du bewaffnet? Nein, ich habe keine Waffe. Du lügst! Natürlich hast du eine Waffe. Ich sage dir die Wahrheit, Daniel. Ich bin nicht bewaffnet. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Hör zu! Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden! Was jetzt, Daniel? Ist das wirklich, was du willst? Du hast gelogen! Du hast gelogen! Du entscheidest, wie die Sache endet. Triff die richtige Wahl, Daniel! Das war deine Schuld! Deine Schuld! Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los! Hi, Daniel! Wo? Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Welchen Unterschied macht es, dass du ein Android bist? Du bist auf ihrer Seite!
Du verstehst nicht, wie ich mich fühle! Bist du bewaffnet? Ja, ich habe eine Waffe. Fallen lassen! Ganz langsam oder ich schieße! So, jetzt nicht mehr. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Hör zu! Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie, weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden! Die Situation ist unter Kontrolle. Da! Du kriegst dein Bild! Du musst mir vertrauen, Daniel! Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut! Ich will das alle abhauen! Ich will ein Auto! Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das kommt nicht in Frage. Du bist eine Maschine, du musst gehorchen. Jetzt nimm die Waffe runter und lass das Mädchen gehen. Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht. Aber jetzt werde ich selbst entscheiden. Ganz kurz für das nächste Ende sind die gleichen Antworten, nur dass wir am Ende halt dieses X drücken müssen. Deswegen habe ich den Dialog hier mal etwas übersprungen. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Hör zu! Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie, weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus! Dieser Helikopter soll verschwinden! Die Situation ist unter Kontrolle! Da! Du kriegst dein Bild! Ich bin deine letzte Chance, Daniel! Wenn du sie nicht ergreifst, bist du tot! Lass das Mädchen gehen, du hast keine andere Wahl! Ich will das alle abhauen! Und ich will ein Auto! Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen.
Das kommt nicht in Frage. Du bist eine Maschine, du musst gehorchen. Jetzt nimm die Waffe runter und lass das Mädchen gehen. Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht. Aber jetzt werde ich selbst entscheiden. Schritt näher oder ich springe! Nein, nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los! Hi, Daniel! Wo? Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich! Ich möchte dich hier rausholen! Vertrauen und dir helfen lassen. Ich will keine Hilfe. Niemand kann mir helfen. Es soll einfach alles aufhören. Ich will nur, dass alles aufhört. Bist du bewaffnet? Ja, ich habe eine Waffe. Fallen lassen. Ganz langsam oder ich schieße. So, jetzt nicht mehr. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug, das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Ich glaube nicht, dass sie auf mich hören. Ich bin deine letzte Chance, Daniel. Wenn du sie nicht ergreifst, bist du tot. Lass das Mädchen gehen, du hast keine andere Wahl. Ich will, dass alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Thank you.
unschussbar. Bleib weg! Kein Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Ich werde dir nicht wehtun. Ich möchte nur reden und eine Lösung finden. Reden? Ich will nicht reden. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist zu spät. Bist du bewaffnet? Nein, ich habe keine Waffe. Du lügst! Natürlich hast du eine Waffe. Ich sage dir die Wahrheit, Daniel. Ich bin nicht bewaffnet. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Dass man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Hör zu! Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden! Der Stadt gehen. Ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los! Hi, Daniel! Wo? Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Ich werde dir nicht wehtun. Ich möchte nur reden und eine Lösung finden. Reden? Ich will nicht reden. Dafür ist es jetzt zu spät. Es ist zu spät. Er verliert Blut. Wenn er nicht in ein Krankenhaus kommt, überlebt er das nicht. Alle Menschen sterben irgendwann. Was macht es schon, wenn der hier jetzt stirbt? Ich lege ihm einen Druckverband an. Finger weg oder du stirbst! Okay,
Bist du bewaffnet? Ja, ich habe eine Waffe. Fallen lassen! Ganz langsam oder ich schieße! So, jetzt nicht mehr. Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug. Dass man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Hör zu. Ich weiß, dass das nicht deine Schuld ist. Diese Emotionen, die du hast, sind nichts als Fehler in deiner Software. Nein, es ist nicht meine Schuld. Ich wollte das nicht. Ich liebte sie. Weißt du? Doch ich bedeutete ihnen nichts. Ich war nur ein Sklave für ihre Drecksarbeit. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Ich will, dass alle abhauen. Und ich will ein Auto. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche dir, passiert nichts. Ich will nicht sterben. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Hier wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Okay. Ich vertraue dir. Du hast gelogen, Connor. Du hast gelogen. So, liebe Leute, das waren alle 6 Endungen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ciao, eure Gaming-Videos.